Bevor das Video beginnt, möchte ich noch eine Sache klarstellen. Mir ist klar, dass diese Geräte wie Twinster sehr umstritten sind. Dennoch soll dieses Video nicht dazu dienen, ein Fazit zu ziehen, ob diese Geräte nun wirklich etwas bringen. Ich erzähle euch ausschließlich nur von meinen Erfahrungen in meinem einzigen Aquarium. In diesem Video geht es mal um den Shihiros Doctor bzw. Elektrolysegeräte in der Aquaristik bzw. im Aquarium. Ich werde mir anschauen, bzw. wir werden uns anschauen, ob so ein Ding funktioniert, was es genau bringt. Wir werden auf die einzelnen Sachen eingehen, die es bringen soll. Das sind so einmal ein Elektrolysegerät, also ein Twinster bzw. ein Shihiros Doctor soll einmal Keime im Aquarium reduzieren und er soll Algensporen vernichten. Das heißt, man darf es jetzt nicht falsch verstehen als Allzweckwaffe gegen Algen, aber es dämmt die Verteilung von Algen nahezu 100% ein, also irgendwie 99% oder so, dämmt das die Verbreitung von solchen Sporen ein. Außerdem werde ich mal gucken, rein theoretisch müsste das funktionieren. Ich bin jetzt nicht so der Chemie-Pro, ein bisschen kenne ich mich aus, aber jetzt nicht so super. Ich habe ja Cyanobakterien in meinem Aquarium und ich werde mal ausprobieren, ob so ein Elektrolysegerät bzw. ob Sauerstoffradikale einen Einfluss auf Cyanobakterien haben. Das wäre dann natürlich auch nochmal eine ganz neue Erkenntnis. Das wäre auch spannend zu wissen. Dann hätte man noch eine kleine Waffe, einen Trumpf im Ärmel, wenn man Blaualgen hat. Die Bekämpfung ist ja doch dann recht schwierig. Ich habe ja schon ein Video zu Blaualgen gemacht. Das kann man schon fast sagen, knüpft dann leicht dazu an. Wir werden uns jetzt erstmal den Packungsinhalt anschauen und dann später gucken, was das Ding wirklich kann. Hier haben wir die Verpackung, das Verpackungsmaterial, ich kann es mir eben holen, also die Pappe ist das gleiche hier wie das von der Shihiros WRGB. Ich habe natürlich nicht zwei, das ist noch die gleiche Verpackung. Aber heute soll es um den Doktor gehen. Also die Verpackung ist diesmal nur in weiß gehalten. Unten links steht einmal Doktor und hier rechts wieder Shihiros Aquatic Studio. Hier ein Aufkleber mit irgendeiner japanischen Schrift. Ich kann leider kein Japanisch. Hier wieder ein nur für Deutschland Aufkleber. Und wieder der Verweis auf die Internet- und Facebook-Seite von Shihiros. Auf der Seite steht nochmal The New Doctor und wieder irgendwas auf Japanisch oder Spanisch. Und hier hinten stehen nochmal Warnhinweise, Informationen auf Japanisch und auf Englisch drauf. Ja, was jetzt noch an der Verpackung besonders ist, was jetzt so ein bisschen besonders macht, ist, man muss das jetzt hier, beziehungsweise darf das hier nicht irgendwie rausschieben oder so, sondern hier unten muss man das aufklappen, dann kann man das so öffnen. Dann ist das so eine edle Box. Dann kommt uns hier die Bedienungsanleitung entgegen auf Japanisch und auf Englisch. Ich will die ganze Zeit Spanisch sagen. Auf Japanisch und Englisch die Bedienungsanleitung. Dann liegt hier einmal unsere kleine Computereinheit und unsere Elektrode. Die sind in so einem Moosgummi eingebettet. Den Computer können wir hier einfach so rausnehmen. Und dann versuchen wir irgendwie, das ist jetzt ein bisschen schwer, aber irgendwie das rauszufriemeln. So, ich habe es geschafft. Hier ist noch die Elektrode drin. Hier hinten geht das Kabel durch, hier rein. Ich drücke die mal raus. Und das ist schon mal die Elektrode mit weißem Kabel. Passt natürlich sehr gut hier zu meinem Setup. Ich habe auch, der Schrank ist weiß, alles ist hell generell. Die WRGB ist auch in Silber. Wenn es weiß gegeben hätte, wäre es natürlich weiß. Hier wieder die super, deswegen kaufe ich mir eigentlich eine Shihiros Produkte. Nein, Scherz, aber diese super, diese Klebepads, die sind so gut. Vor allem braucht man immer nur eins für dieses Ding. Hier jetzt braucht man immer nur eins. Aber man hat immer halt zwei mitgeliefert und ich kann damit alles festkleben. Das ist super. Auch wenn ihr irgendwie euren Gaming-PC-Setup baut oder so, sind diese Dinger wirklich wundervoll. Ich habe zum Beispiel mein Magnetventil oder Blasenzähler, kann man damit super am Schrank befestigen, dass das Ganze ein bisschen mehr Struktur hat. Auf jeden Fall wieder sind zwei davon dabei. Hier ist ein schöner, klarer Saugnapf. Der fühlt sich auch jetzt ganz gut an so. Weil ich hatte auch schon mal, ich weiß nicht mehr wo, aber dass der Saugnapf dann so richtig steif hart war. Das ist dann auch nicht von Vorteil. Hier ist unser Netzteil wieder.
und noch ein weißes Kabel. Hier drin liegen dann noch zwei kleine Dichtungen, zwei Silikondichtungen für die Kabel. Und hier ist wieder die Karte, die auch bei der WRGB dabei war. Hier steht wieder irgendwas auf Japanisch drauf und dann, also es scheint ein Zertifikat zu sein von dem, was da noch auf Englisch so ein, zwei Wörter stehen. Und sonst ist hier nichts mehr drin. Das ist magnetisch hier, man kann das auch wirklich wundervoll wieder zumachen. Also ich würde auf jeden Fall diese Verpackung behalten. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Kann man irgendwas reinlegen. Schön weiß. So, jetzt aber auch genug mit Zweckentfremden. Ja, das ist hier unser Packungsinhalt. Wir schauen uns den jetzt mal genauer an. Ja, als erstes haben wir hier einmal unsere Steuereinheit, unseren kleinen Computer. Steht hier unten nochmal Doktor drauf und dann wieder rechts oben Shiro's Aquatic Studio. Das ist recht günstiges, will ich mal sagen, Plastik. Gut, das ist jetzt natürlich auch, wir haben uns kein Twinster gekauft. Das ist natürlich die Frage, ob sie es gelohnt hätte. So viel teurer sind die nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, es ist sehr leicht, ist jetzt nicht top verarbeitet. Es ist jetzt nicht grottenschlecht, die Kabel und alles sehen gut aus. Aber es ist eben jetzt so von der Material jetzt nicht das Beste vom Besten. Also da ist die WRGB ein besseres Beispiel. Der Doktor ist aber auch älter als die WRGB. Vielleicht wird jetzt alles besser von Shiro's. Das wäre natürlich ein Segen für die Menschheit. Hier unser Saugnapf hat wieder so einen kleinen Zwiebel, wo wir, wenn wir den mal reinigen wollen, den auch leicht entfernen können, die Elektrode im Wasser. Zwei Gummidichtungen, sehr weich. Und wenn man mal an dem allen dem riecht, auch der Steuereinheit, das riecht so ein bisschen wie, was hatte ich gesagt, so ein bisschen wie so neue Schuhe, aber so günstige, so billige neue Schuhe. Also es riecht jetzt nicht so gut. Gut, Hauptsache es funktioniert, aber ja, ich weiß nicht, wie viel Geld man braucht, um so ein Ding zu entwickeln, dass man vielleicht noch 10 € mehr in die Verarbeitung gesteckt hätte und dann wäre das vielleicht wenigstens ein besserer Kunststoff gewesen. Aber es geht ja auch mehr um die Kabel, die gucke ich mir jetzt auch mal an. Also erstmal hier noch das Kleinzeugs, hier diese wunderbaren Klebepads, das Kabel, ein Kabel. Und bei den Kabel das gleiche, die riechen auch so. Aber an sich sind die so die wichtigsten Punkte, hier die Pole, sind eigentlich gut verarbeitet. Also absolut ausreichend, würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite das gleiche. Also an den wichtigen Stellen haben sie auf jeden Fall sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Netzteil, ja, ich bin jetzt kein Netzteilexperte. Keine Ahnung. Das Kabel und der Stecker an sich sind auch wieder ganz gut verarbeitet. Also das Material an sich ist so semi, aber die Verarbeitung an den wichtigen Punkten, wie die Kabelenden, gut. Bedienungsanleitung gucken wir uns gleich an. Zertifikat. Und jetzt hier die Elektrode. Die besteht, wie man es eigentlich schon weiß, wenn man es sich ein bisschen auskennt, hier aus so Gittern. Da ist ein Gitter zwischen, das dann bestromt wird. Hier kommt der Saugnapf dran an diesen Nippel. Und hier unten, also oben, man macht es so ins Aquarium, dass das Kabel nach oben geht. Läuft dann das Kabel raus. Ich baue hier mal eben das auseinander, was ich noch auseinanderbauen muss. Dann sehen wir uns gleich beim Zusammenbauen wieder. Ich habe das Ganze jetzt mal aufgebaut. Also hier ist das Netzteil mit dem schwarzen Kabel. Das kommt dann nochmal hier an so ein Verbindungskabel, was weiß ist. Das ist natürlich schön, dass man das dann nochmal einheitlich hat, weil das schwarze Netzteil ist dann natürlich verschwindend im Unterschrank irgendwo. Das weiße Kabel schließt man dann an die linke Seite an des Doktors. Also da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Ich zeige euch das mal, weil das sind unterschiedliche kleine Stecker und die passen eben nur da, wo sie passen sollen. Leider ist mir aufgefallen, dass die, wie ich eben angesprochen habe, hier die Dichtung, leider nicht auf die Kabel, beziehungsweise gehen auf die Kabel, aber man kann sie dann nicht mehr in die, hier in das Dingens stecken. Also sie passen dann nicht mehr. Ist natürlich jetzt sehr mies, kann man sagen. Andererseits denke ich mir auch,
Gut, dieser Doktor, also hier, es geht ja um diese Stellen, dass da kein Wasser reinkommt, hängt jetzt halben Meter unter meinem Aquarium, direkt da dran. Die Chance, dass da Wasser dran kommt, wenn ich ein bisschen aufpasse, ist gleich null. Also da gibt es ja viel schlimmere Sachen. Mal davon abgesehen ist der Commander 4, also von der Lampe, der hängt genau da, auch am Aquarium, und der sieht auch quasi genau da aus und hat auch diese zwei Verbindungen, ist ein Schwarz, aber der hat keine Dichtung. Also ist das jetzt ein bisschen unnötig, würde ich sagen. Kann man guten Gewissens drauf verzichten, würde ich jetzt sagen. Ich hafte natürlich nicht dafür, wenn euch jetzt das Ding um die Ohren fliegt, aber dass ihr versteht, was ich meine. Ich würde jetzt mal zum Aquarium gehen und dann meine Modifikation am Unterschrank vornehmen und dann den ersten kleinen Test fahren. Ich filme euch das Ganze jetzt mal aus der Hand. Licht ist noch nicht an, das müsste jeden Moment angehen. Aber ich habe jetzt einmal hier auf der linken Seite die Elektrode platziert. Hier geht dann das Kabel lang. Hier sitzt dann der kleine Computer, den ich noch einstellen muss. Also es ist alles jetzt nur so hingestellt. Und dann liegt da das Netzteil, was da unten an den Strom kommt. Hier sieht man jetzt nochmal den kleinen Computer, also die Steuereinheit des Doktors. Hier außenrum um dieses Off-Zeichen sind die einzelnen Angaben, also die einzelnen Einstellungen für euer Becken, also in Liter angegeben, also kleiner als 60 Liter, 60 bis 90 und so weiter. Wenn ihr auf den Power-Button, also auf den Knopf hier einmal lang drückt, schaltet sich das Gerät an. Wenn ihr nochmal lang drückt, ändert es den Modus. Ich habe es momentan im Pflanzenmodus, also algenvernichtend. Es gibt noch den Fisch- und Garnelenmodus, eben für das, was ihr wo ihr eben eure Priorität habt. Also wie gesagt, ich habe es jetzt auf der Pflanze. So, nachdem wir jetzt anschließen, Unboxing, ich sag mal, mit dem neutralen Teil fertig sind, kommen wir jetzt doch zum etwas schwierigeren Teil. Ich habe es am Anfang gesagt, ich möchte jetzt hier nicht sagen, funktioniert, funktioniert nicht. Rein auf chemisch-physischer bzw. biologischer Basis funktioniert diese Elektrolyse. Das ist klar, das ist ein Gesetz. Wasser mit einem Elektrolysegerät in Wasser spaltet Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff um, entstehen dabei Sauerstoffradikale, ist fest. Das bestreitet auch niemand. Was jetzt oft beschritten wird, was jetzt auch total gerechtfertigt ist, ist, dass man sagt, ob diese Sauerstoffradikale nun wirklich einen Einfluss auf Algen bzw. Keime bzw. Bakterien im Wasser haben. Meiner Meinung nach, also diesen Teil nehme ich jetzt, es hat ja geendet damit, dass ich euch gezeigt habe, wie das angeschlossen wird. Das wird jetzt 5-6 Tage, nachdem ich das gemacht habe, aufgenommen. Ich hatte ja Blaualgen. Habt ihr im vorherigen Video schon gesehen. Über mein Video über die Blaualgen. Und da habe ich gesagt, ich werde wahrscheinlich sowas einsetzen. Und dann gucken, wie gut es funktionieren wird. Ich habe aber auch gesagt in diesem Video, dass es jetzt hier kein super-duper Langzeittest wird, der voll detailliert ist und über Wochen oder Monate mit verschiedenen Aquarien läuft. Ich kann euch nur sagen, was jetzt in diesen 5-6 Tagen mit meinen Blaualgen passiert ist. Kurz und knapp, fast alle weg. Ich habe immer noch ein bisschen, macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Aber laut meiner, was ich gesehen habe, hat dieser Chihiros-Doktor hier mir sehr, sehr, sehr viel dabei geholfen, meine Blaualgen in den Griff zu bekommen. Sind immer noch welche da, aber er hat mir sehr, sehr, sehr stark geholfen. Natürlich ist es wichtig, bevor man so eine Therapie jetzt beginnt, dass man natürlich die Bakterien mechanisch entfernt, also mit einem Schwamm oder mit einem Schlauch oder einfach mit einer Pinzette absammelt. Aber ich denke schon, und das ist jetzt auch mein Fazit, ich denke schon, dass das mir wirklich geholfen hat. Algen,
sollen ja auch dadurch eingedämmt werden, beziehungsweise die Verbreitung soll verhindert werden. Kann ich jetzt ja sagen, also ich hatte ja auch Grünalgen einen Schub, sage ich jetzt mal. Aber ich würde sagen, es hat geholfen. Darauf habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so geachtet, aber ich überlasse es dabei. Ich würde sagen, ich glaube, es hat geholfen. Ja, bin ich mir recht sicher. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen, die Algen sind genauso gut weggegangen wie ohne. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich verweise jetzt nochmal auf meinen Instagram-Kanal. Schaut euch meine anderen Videos an. Blaualgen, Chiros WRGB, sammeln sich jetzt schon langsam welche. Und ja, viel Spaß noch beim Scapen eurer Becken.